Gedanken über die Besiedlung des Mondes und der Planeten des Sonnensystems haben die Menschen lange fasziniert. Anfangs waren es nur Science-Fiction-Autoren, aber je weiter sich die Wissenschaft entwickelt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eines Tages eine Kolonialisierung stattfinden wird. Eines Tages werden die Menschen außerhalb der Erde leben. Obwohl dies eine sehr verlockende Aussicht ist, ist das Leben auf anderen Planeten voller Gefahren. Und ich spreche nicht über mögliche Krankheiten oder sogar einen hypothetischen Angriff von Außerirdischen. Das Überleben eines Menschen außerhalb der Erdatmosphäre hängt weitgehend davon ab, wie gut sein Raumanzug funktioniert. Es gibt jedoch viele Möglichkeiten, wie dieses wichtige Gerät ausfallen kann. Zum Beispiel könnte das Kühlsystem ausfallen und dann würde sich der Helm mit Wasser füllen. Eine ähnlich schreckliche Geschichte ereignete sich mit dem Italiener Luca Parmitano. Der Astronaut befand sich im Weltraum, als plötzlich Wasser in seinem Helm auftauchte und Augen, Ohren und Nase bedeckte. Um nicht zu ertrinken, musste Parmitano dringend zur ISS zurückkehren. Außerdem könnte ein Raumanzug in einem äußerst unglücklichen Moment Druck verlieren und seine elektronischen Komponenten, Kommunikationsgeräte und Luftversorgung könnten ausfallen. Es gibt einfach zu viele potenzielle Notfallsituationen, in denen der schützende Raumanzug involviert ist. Was würde also mit einer Person geschehen, wenn sie sich beispielsweise auf einem anderen Planeten ohne Raumanzug bewegen will? Ein kleiner Spoiler: nichts Gutes. Zunächst ist anzumerken, dass der Weltraum eine Person ohne Spezialanzug in etwa 90 Sekunden töten kann. Zuerst würde der Druckunterschied dazu führen, dass sich der Körper ausdehnt, nicht so sehr, dass er platzt, sondern genug, um die Blutgefäße zu komprimieren. Wasser würde schnell von allen Oberflächen des Körpers, einschließlich der Augen und der Zunge, verdunsten. Ohne Luft in der Lunge würde das Blut aufhören, dem Gehirn Sauerstoff zuzuführen. Nach ungefähr 15 Sekunden würden wir ohnmächtig werden und wir ersticken. Kein sehr angenehmes Szenario. Aber kommen wir zur Oberfläche von Merkur, dem Planeten, der der Sonne am nächsten liegt. Merkur ist der kleinste Planet im Sonnensystem. Seine Oberfläche ähnelt der des Mondes und die Temperaturen reichen von minus 173 bis 427 Grad Celsius. Die Atmosphäre von Merkur ist ziemlich schwach und enthält Wasserstoff, Helium, Sauerstoff, Natrium, Calcium, Kalium und Wasserdampf. Ohne Raumanzug ist es hier einfach unmöglich zu atmen. Aber dies ist nicht das einzige Problem. Die der Sonne zugewandte Seite des Merkur ist sehr heiß, während die andere Seite gleichzeitig unglaublich kalt ist. Je nachdem, wo sich eine Person befindet, wird sie entweder gebraten oder in Eis verwandelt. Und nur wenn diese unglückliche Person eine Art Zwischenzone findet, in der sie sich ständig aufhalten könnte, würde sie vielleicht überleben. Aber nur für 90 Sekunden, wie im Weltraum. Einige Wissenschaftler diskutieren ernsthaft das Terraforming der Venus. Sie glauben, dass Technologie den Planeten verändern könnte, sodass die Venus für die Kolonialisierung geeignet wäre. Das heißt, Wasser an die Oberfläche zurückzubringen, das Klima zu korrigieren. Es ist kein Zufall, dass die Venus die Schwester der Erde genannt wird. Sie hat ungefähr die gleiche Größe und Masse und eine ähnliche Schwerkraft. All dies bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass wir ohne Raumanzug dorthin gehen können. Die Venus ist mit einer durchschnittlichen Oberflächentemperatur von 462 Grad Celsius der heißeste Planet im Sonnensystem. Die lokale Atmosphäre besteht zu 96% aus Kohlendioxid, sodass die Atmung nicht funktioniert. Der Tod würde noch schneller eintreten als auf Merkur, in weniger als einer Sekunde. Eine Person würde sich einfach in Staub verwandeln. Über die Kolonisierung des Mars wurde in letzter Zeit immer häufiger gesprochen. Der rote Planet sieht als zukünftiger Lebensraum sehr attraktiv aus. Der Tag dort ist vergleichbar mit unserem hier auf der Erde. Es gibt Wasser und theoretisch ist er möglicherweise für den Anbau von Kartoffeln geeignet. Was braucht man sonst noch für das Leben? Es ist möglich, auf dem Mars außerhalb einer Weltraumbasis nur für kurze Zeit ohne Raumanzug zu überleben. Er hat eine sehr dünne Atmosphäre mit 95% Kohlendioxid und niedrigem Luftdruck.
durchschnittlich 160 Mal weniger als auf der Erde. Hinzu kommt der Temperaturbereich. Von minus 143 Grad Celsius oder minus 225 Grad Fahrenheit in der Nacht an den Polen bis 35 Grad Celsius oder 95 Grad Fahrenheit am Äquator im Sommer. Wenn wir uns sehr warm anziehen oder umgekehrt nur das Nötigste tragen, können wir uns im Allgemeinen etwa anderthalb Minuten auf dem Mars aufhalten. Jupiter ist der größte Planet im Sonnensystem. Er ist ein Gasriese und eines der hellsten Objekte am Nachthimmel. Aber was passiert, wenn wir uns ihm nähern? Die Atmosphäre des Jupiters besteht hauptsächlich aus Wasserstoff und ein Viertel seiner Masse besteht aus Helium. Er kann auch einen Steinkern aus schweren Elementen haben, aber wie andere Gasriesen hat Jupiter keine feste Oberfläche. Daher ist es ziemlich problematisch, mit oder ohne Raumanzug auf Jupiter zu sein. Wir würden buchstäblich durch den Planeten fallen. Je tiefer du gefallen bist, desto höher ist der Druck und desto höher die Temperatur. Beide konkurrieren darum, dich zuerst zu töten. Und vergessen wir nicht die giftigen Gase, die für den Menschen tödlich sind. Die Gesamtlebensdauer auf Jupiter ohne Raumanzug würde weniger als eine Sekunde betragen. Ein weiterer Gasriese ist Saturn. Sein durchschnittlicher Radius beträgt etwa das Neunfache des Radius der Erde. Saturn besteht hauptsächlich aus Wasserstoff mit Verunreinigungen von Helium und Spuren von Wasser, Methan, Ammoniak und schweren Elementen. Aber das ist nicht sehr geeignet für das Leben. Wie im Fall von Jupiter würden wir, wenn wir versuchen würden, auf dem Saturn zu landen, einfach durch den Planeten fallen. Seine Dichte ist 30% geringer als die Dichte des Wassers. Die Temperatur, der Druck und die Dichte im Saturn nehmen in Richtung seines Kerns zu, wodurch Wasserstoff in tieferen Schichten zu einem ungewöhnlichen, flüssigen Metall wird. Darüber hinaus können Windgeschwindigkeiten auf dem Saturn 1800 km pro Stunde erreichen. Eine solche Böe könnte dir alles brechen. Die Lebenserwartung ohne Raumanzug beträgt weniger als eine Sekunde. Die Eisriesen Uranus und Neptun bestehen hauptsächlich aus Methan und Ammoniak. Und ihre Masse besteht offenbar aus einer Mischung aus Eis und Steinen. Uranus hat die kälteste Planetenatmosphäre im Sonnensystem. Die Mindesttemperatur kann hier minus 224 Grad Celsius oder minus 371 Grad Fahrenheit erreichen. Fügen wir hier Windgeschwindigkeiten von bis zu 900 km/h hinzu und wir haben den unfreundlichsten Planeten von allen. Man würde sich nicht einmal wünschen, dass unser schlimmster Feind ohne Raumanzug hier wäre. Neptun ist wie Uranus durch aktive atmosphärische Phänomene gekennzeichnet. Sehr aktiv. Hier weht ständig starker Wind mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2100 km/h. Und dies ist ein Rekord. Aufgrund seiner großen Entfernung von der Sonne ist die äußere Atmosphäre von Neptun einer der kältesten Orte im Sonnensystem. Während die Temperatur in der oberen Atmosphäre minus 218 Grad Celsius oder minus 360 Grad Fahrenheit beträgt, liegt sie am Mittelpunkt des Planeten bei ungefähr 5100 Grad Celsius oder 9212 Grad Fahrenheit. Ohne Raumanzug könnte eine Person hier nicht länger als eine Sekunde durchhalten. Die optimalsten Lebensbedingungen sind auf der Erde, was im Allgemeinen keine Überraschung ist. Hier kann man fast überall problemlos auf einen Raumanzug verzichten, besonders wenn man sich wetterabhängig anzieht. Halte dich nur von Naturkatastrophen fern. Auf der Erde kann ein Mensch bis zu 80 Jahre und in den sogenannten blauen Zonen noch länger leben, ohne den Atem anzuhalten. Nun, und schließlich, ja, die Sonne. Ja, natürlich ist dies kein Planet, aber was würde passieren, wenn wir uns ohne Raumanzug auf der Sonne befinden würden? Im Allgemeinen ungefähr das Gleiche, was passieren würde, wenn wir einen Raumanzug hätten. In den heißesten Regionen liegt die Temperatur der Korona zwischen 8 Millionen und 29 Millionen Kelvin. Unglaublich, nicht wahr? Die unteren Schichten sind viel kälter. Die Oberflächentemperatur der Sonne beträgt etwa 5500 Grad Celsius oder 9932 Grad Fahrenheit. Dies ist jedoch nicht so wichtig.
selbst wenn wir es geschafft haben, das zu erreichen. Es ist unmöglich, unter solchen Bedingungen zu leben. Eine Person würde einfach in Sekundenbruchteilen verdunsten. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm einen Daumen hoch. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, falls du das immer noch nicht getan hast. Und klicke auch auf die Klingel, um Benachrichtigungen über neue, interessante Videos zu erhalten.